Ich habe mein großes Ziel, habe ich heuer schon erreicht bei der Junioren-WM. Und das Ziel, jetzt, dass ich da dabei sein darf, ist natürlich richtig cool. Aber ja, ich möchte jetzt einfach einmal Erfahrung sammeln. Es ist sicher die erste WM und ist sicher eine WM, die was ja, nicht so leicht vergessen wird mit den Umständen. Und ich freue mich jetzt dann, dass es losgeht. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben, bei unterschiedlichen Jahren nordischer Kombinationsweltmeister da im Juniorenbereich zu werden. Ja, richtig lässig. Und er hat so gesagt, sein Ziel, Juniorenweltmeister, das hat er geschafft und jetzt richtig gelöst, gelockert, erfrischend, wie er da an die Sache herangeht und das hat er jetzt in allen, fast allen Trainingsdurchgängen gezeigt. Der Juniorenweltmeister gerade eben erst geworden ist, der schon so tolle Wettkämpfe heuer bestritten hat, Johannes Lamparter. Ja, der geht gut. Der geht gut, der hat die nötige Weite. Ein gelungener erster WM-Auftritt. Guter Sprung. Hat jetzt eigentlich da die beste Leistung von den Österreichern gesagt. Zweiter Platz, Johannes Lamparter, absolut dabei. So, und ja. Noch einmal, geht noch einmal auf, Johannes Lamparter. Team Austria! Richtig cool, wenn man das gemeinsam im Team machen kann und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Den Hunger habe ich natürlich schon auf eine Medaille und auf alle Fälle werden wir alles nochmal geben. Konstanz in Person, das hat er den letzten Tagen auch gezeigt, die Trainingssprünge überragend. Und wenn es so wie im Probedurchgang ist, dass Rieber und Lamparter da vorne sind und doch so viele Sekunden Vorsprung haben, dann könnte man darauf hoffen, dass der Rieber das auch allein ins Ziel bringen wird und das wird natürlich an Joa helfen. Ich werde natürlich alles daran setzen, dass ich sie ein bisschen helfen kann. Ist in Topform. Das hat er des Öfteren bewiesen und den trägt es da weit hinunter. Bravo, Johannes Lamparter! Bei wirklich widrigsten Bedingungen packt er hier so einen Sprung aus. Ja, Wahnsinn, was macht der Lamparter da? Der springt auf 138 Meter. Was trauen Sie Johannes jetzt nach dieser unglaublichen Ausgangslage zu in der Loipe? Also da kann er sich heute echt unsterblich machen. Leicht weiß ich ihn nicht machen. Er kommt als Juniorenweltmeister hierher, macht dann zwei unglaubliche Rennen, gewinnt Bronze im Team. Momentan liegt er auf Kurs zu Gold. Ist ihm das zuzutrauen? Zuzutrauen ist ihm alles. Johannes Lamparter hat hier in Oberstdorf schon Geschichte geschrieben. Er ist der jüngste WM-Medaillengewinner Österreichs in der nordischen Kombination geworden. Alles Gute, Johannes Lamparter. Unglaublich reif für seine 19 Jahre, sehr konzentriert, sehr fokussiert, viermaliger Juniorenweltmeister. Ein super Rennen bislang. Wird da echt super immer um die Kurven Tempo machen und irgendwann sagen sie dann hinten, das wird nicht weniger. Und top drauf, ist er der Mann. David, wo sind seine Jäger? Ich sehe sie nicht. Es ist ein Triumphlauf. Also der will halt alles haben. Und er schreibt wirklich wieder Geschichte hier für das österreichische Team. Aber jetzt ist es wirklich das Ende des Triumphlaufs für Johannes Lamparter. Er wird zum jüngsten Medaillengewinner Österreichs im Einzel und er wird der zweitjüngste Weltmeister in der nordischen Kombination der Geschichte mit seinen 19 Jahren. Johannes Lamparter hat es geschafft. Gratulation. Unfassbar. Yes. Was für eine Leistung und was für ein Tag für den österreichischen nordischen Sport. Am 11. Februar in Lahti hat der Junioren-WM-Gold gemacht. Und am 4. März, wenige Wochen später, macht er hier Gold bei der nordischen WM. Ich habe einfach probiert, das bis zum Schluss alles geben. Und heute war Rennen einfach das, was mir taugt, einfach von Anfang an bis zum Schluss durchrennen. Und ja, unglaublich, das ist heute. Also mir fehlen echt die Worte. Da wird er voll Weltmeister heute. Mit einem gewaltigen Sprung halt bei den Verhältnissen. Das ist unglaublich, der kleine Bub marschiert durch von Austria Cup, Alpen Cup, Conti Cup, Junioren WM und jetzt Weltmeister mit 19 Jahren, ich glaube. Das wird einem so schnell keiner nachmachen.